It is Fishing-Zeit! Fishing-Zeit! Fischers Fritz fischt Sega Marine Fishing, Sega Bass Fishing. Sega Bass Fishing? Genau, Leute, was geht? Wir haben euch richtig tollen Arcading-Stuff mitgebracht. Ihr seht es gerade hier schon im Intro. Wir haben einen am Haken. Und auch an der Birne, ey. Der zappelt einer in Fischers Netzen. Wir starten einfach mal, ja, für die Dreamcast. Sega Bass Fishing. Whatever, eben, Sega Bass Fishing. Ich glaube, die Leute wissen schon, dass wir totale Dreamcast-Fanatiker sind, ja, denke ich auch. Und total erkältiges Spiel, Bass ist halt eine Barsche. Und es geht darum eben, ja, wer... Das ist Angeln, da braucht man nicht viel erklären. Ja, du wirfst deine Rute aus, guckst, was dir am Zipfel juckt und dann holst das Ding ein. Ja, Hakenknabber. Wer knabbert mir denn da einen ab, ey? Und wer, ja, wer den dicksten Fang macht, der hat auch gewonnen. Ganz klare Kiste, wir machen natürlich Arcade-Mode. Natürlich. Also wir haben natürlich auch den Angel-Controller hier in der Hand. Ja, genau das. Mit dem man übrigens auch Tennis spielen kann. Ja, nur so nebenbei. Auswurfdynamik. Auswurfdynamik, ja, da ist ein Gyrosensor drin. Ja, da ist ein Sensor drin und damit kannst du halt, der merkt halt, wenn wir auswerfen, dementsprechend kannst du eben auch, anfangen. Wir spielen jetzt Escape, also es ist eines meiner Lieblings. Escape, okay. Wo ist die Escape-Taste? Der Escape-Taste. Wieso ist das, dass wir bei uns immer wieder von einem Thema zum nächsten switchen müssen? Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall wird jetzt fröhlich geangelt. Ihr seht das schon, der Haken. Man kann, glaube ich, am Anfang, meine ich, sagen... Oh, Nacht? Oh, haben wir jemals bei Nacht geangelt? Ich glaube, wir haben noch nie bei Nacht gefischt. Also hier seht ihr, man kann halt seinen bestimmten Wurfhaken auswerfen. Genau, es gibt Wurfhaken ja auswerfen. Bobbler, auswählen. Blinker, Twinkies, je nachdem, was ihr für Fische an welcher Oberfläche fangen wollt. Aber eigentlich bringt das gar nicht so viel, weißt du warum? Ja. Weil man kann nur Barsche angeln. Ja, aber es gibt ja, die sind ja trotzdem auf verschiedenen Ebenen. Ja, ja, auf verschiedenen Ebenen, schon klar, aber... Die einen sinken ja, so, um auf Grund zu angeln, sagt der Angler natürlich. Natürlich, natürlich. Ja, die anderen halt, ja, man kann ja auch durchziehen so, oder man lässt es halt, ja, ein paar Mal angeln mit ein paar Freunden. Macht mir eigentlich auch nicht sehr viel Spaß, und man sitzt halt gemütlich rum und trinkt Bier dabei. Ja. Genau das will ich nämlich auch machen, weißt du, rumsitzen, Bier trinken, sich einen ablachen. Und wenn einer dran knabbert, ist auch gut. Ja, richtig. Ja, ich nehme jetzt mal das hier. Du hast Pause gedrückt. Ja. Nimm doch mal. Ja, okay, ich nehme jetzt mal den, der sieht ganz witzig aus. Man kann jetzt natürlich erstmal so ein bisschen gucken, wo man hinwirft. Ich habe irgendwie schon geworfen aus Versehen. Ja, hast du auch. Ja, du kannst natürlich. Ja, du kannst jetzt mit dem Knopf halt drücken so. Jetzt kann ich natürlich hier einholen. Einziehen. Man kann auch wieder langsam so. Und ja, oh da yeah, oh Fisch! Und ich muss ihn halt ziehen. Hit Bonus! Oh, und Light Tension! Jetzt seht ihr halt natürlich, dass die Schnur auch reißen kann, wenn man halt zu sehr drüber geht, aber man darf ihn halt auch nicht verlieren, indem man zu wenig dreht. Genau das. Ist halt, das Fingerspitzengefühl von mir gefragt. Und jetzt muss man natürlich auch die. Hast du ihn? Nein, du musst noch weiter. Nein. Ja, jetzt hast du ihn. Ist er doch am Haken. So ein Guppi ist ja gar nichts. Das ist aber schon 957 Gramm. Fast ein Kilo. Also für den Einstieg ist das in Ordnung, würde ich sagen. Lächerlich. Ich habe aus Versehen geworfen, schon wieder übrigens. Ja. Aber das ist auch die beste Stelle hier, habe ich mir sagen lassen. Hinter dem Zweig. An der Biolante-Plante. Und ja, genau. Direkt neben dem AKW. Wo ist Godzilla? Also irgendwie. Ich sehe da, ja, da sehe ich einen. Aber ich hätte halt gerne auch mal was anderes. Guck mal da, der letzte Angler, der am Start war, der hat es wohl nicht überlebt, ja. Ja, stimmt, natürlich. Meinst du, du kannst seinen Kopf an Wand holen, ey? Wo ist Netzi? Das frage ich mich auch. Hätte ich so gern gesehen, also ich habe noch keinen. Kann dir mal einer. Kein Zug. Ja, komm, ich hole nochmal einen jetzt schnell. Ja, vielleicht solltest du auch irgendwo anders mal die Rude reinstecken. Ja, ich glaube, ich werfe mal eher so da. Ja, da um die Ecke, das sieht ja ganz gut aus. Da schaue ich nochmal, ob ich da noch einen kriege. Da ist doch was. Das ist aber ein richtiger Brocken, ey. Den hätte ich jetzt gerne noch. Ich habe aber nur noch 12 Sekunden jetzt langsam. Komm schon. Oh, der zappelt richtig. Der ist. Da musst du noch ein Continue nachwerfen, wa? Line's gonna break. Das ist schon. Oh, aber. Es ist nicht ganz so einfach. Jawohl, da hab ich ihn wieder. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz guter Brocken. Obwohl. Ja, doch, Alter, ziehen wir rein. 1700. Ja, das ist schon ein fein Brocken. Und ja, ihr seht rechts, wird das Gewicht halt aufaddiert. Ich habe jetzt noch 5 Sekunden, ich kann jetzt nochmal aufwerfen. Ja, aber scheiß drauf. Ich übernehme hier. Nee, das wollte ich gar nicht. Aber ich muss sagen, an der Stelle ist witzig, weil das sind
eine relativ toll. Authentische Angel-Location. Ich glaube, das war auch bei dem Marine-Fishing, wo du waren, wo du diese riesen Südseefische rausangelst, ne? Ja, ja. Sigar Marine-Fishing ist, so. Ist der Nachfolger. Also, Sigar Bass-Fishing ist halt wirklich, wie der Name sagt, halt, es geht nur um Barsche, nur um die Basses. Und es ist hier leider kein Instrument zu angeln, leider. Ja, das stimmt natürlich. Ja, hallo. Start. Ja, ganz ruhig, du musst erstmal meine Kilogramm berechnen hier. Ah, ich wollte schon sagen, ich dachte mal, der Dreamcast lässt mich hier gerade hängen. Nee, der muss ja erstmal noch meinen Erfolg hier berechnen. Ja. Achso, aber jetzt wird deins auch auf meins drauf. Natürlich, also natürlich. Halt die gleiche Runde quasi. Richtig, noch. Richtig. Oh, und es gibt einen Hitbonus nochmal. Der sieht aber auch groß aus. Da können wir das verhandeln. Der wird sich auch nicht ganz so sehr. Ah, okay, der sieht ja doch größer aus, als ich dachte. Obwohl. Ich vergesse jedes Mal, dass die Angel sogar einen Vibrationsmotor hat. Ja, ne, hab ich auch gerade gewonnen. Oh, das ist aber süß. 854. Ja, immerhin größer als ihr erster, klar. Na, 957 hatte mein erster. Also den hätte meiner zum Frühstück gehabt, der erste. Am Arsch. Angel sind wir da bei diesem Insel da oder bei diesem Gerüst da. Ich wollte eigentlich einen anderen Haken nehmen. Ja, stimmt eigentlich. Ich fische hier mit ihrem Guppi. Ja, ich würde sagen, wir angeln jetzt beide mal einmal mit dem Haken durch und dann wechseln wir gleich nochmal den Haken um. Ja. Weil ich glaube, je nach Haken kriegt man halt auch andere Fische, die darauf halt spezialisiert sind. Du meinst? Ja, andere Barsche. Andere Größen. Andere Barsche. Es gibt ja auch. Es gibt ja Barsche, tausender. Ja, grüne Barsche, braune Barsche. Es gibt ja. Kinderbarsche. Ja, eben. Es gibt ja auch diese japanischen Kois, das sind ja auch Karpfen. Sind Barsche? Nee, sind Karpfen. Aber es gibt trotzdem, es gibt zig Barsche. Ein Kumpel von mir hatte mal Aquarium und. Hey, der war geil. Und es gibt wirklich. Wie Buntbarsche, Kaiserbuntbarsche und diverse. Immer dieses rote vielleicht, das normal. Ja, das normal hier, ne? Ja, genau. Der, ja, genau. Ich glaube, das ist auch so das Standard-Ding, das kenne ich auch. Aber ich wollte nicht schon wieder an derselben Stelle, warum auch immer. Aber vielleicht mit dem anderen Haken, mal gucken, was da jetzt. Oh, da unten, der dicke. Komm her. Ey, das ist ein Brocken. Sieht gut aus. Der sieht das gut aus. Ist ein Brocken. Ja, und da darf ich auch nicht zu sehr hingehen, siehst du? Ja, die reißt gleich. Ja, deswegen, ja, ganz vorsichtig hier, oder? Der zieht aber auch gut gegen, ne? Der, ja, der macht schon aber. Richtig Krawall, der Junge. Man kann für mich. Der will mir ordentlich einen abkauen, ey. Das sag ich dir. Ordentlich was ins Maul. Kriegt er auch. Zack, da hat er ihn. Den kann man schon ja. zu 2500? Was sagst du dazu? Das ist der Mann des Tages, würde ich sagen. Das sag ich dir. Der könnte schon einen Platz im Barschkalender. Ja, auf jeden. Guck mal hier, der Hechtkalender, nee, der Karpfkalender ist es. Nee, geh mal weiter, weil, okay. Ne? Das war ja schon. Das war schon ganz gut. Achso, 6000 Gramm mussten wir erreichen, haben wir jetzt geschafft. Ja, für die Area. Und jetzt schauen wir mal, wo wir noch angeln können. Also. Mal schauen. Für den Einstieg ganz schön, aber echt nachts ist auch ganz schön. Ne? Das ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Achso, wir sind jetzt automatisch in einem neuen Gebiet. Naja, klar, das ist halt der Cake Mode. Achso, okay. Ja, switch das immer durch. Ja, klar, macht Sinn. Ja. Ich würde mal das hier probieren, das sieht ganz interessant aus. Ich glaube auch, dass wir haben nie nachts gespielt. Nee. Halt, wir nehmen das jetzt gerade auch zu einer späten Abendstunde hier auf und da die Dreamcast eine intelligente Konsole ist, ja. Hat sie auch eine interne Uhr und sie sagt einem dann auch, hey, es ist draußen dunkel, wie zum Beispiel bei Project Gotham Racing. MSR Racing. Ja, genau, Racing. Da ändert sich ja auch die Uhrzeit, je nach Uhrzeit in Real Life. Ja. Komm hier, ich hab hier was für dich. Guck mal, da ist wenigstens so ein anderer Krebsbewohner. Ja, stimmt. Der kleine Doktor. Ja, da hab ich ihn doch. Ich glaube aber, das ist ein kleines. Petri, Häppchen. Ja, jetzt aktueller denn je. Was während ist Petri Hall? Während die AfD denkt. Wieso, werben die mit dem Shit? Nee, aber Frauke Petri. Achso! Und wer dann. Die Fotze! 684, aber ich habe heute noch ein Video gesehen, wie die Beatrix von Storch mit einer Torte beglückt wurde im Gesicht. Das fand ich ganz witzig von einem Clown. Sehr schön. Auf einer Fahrt. Da war ein dicker Fisch. Da ist er. Ja, Scheiße, das schaffe ich nicht mehr in der Zeit. Ja, stimmt. Ich muss jetzt schnell auswerfen und ich ziehe da einfach her. Jetzt relativ schnell und gucken, ob ich den noch irgendwie anlocken kann. Da unten ist er. Ja. Ah, das schaffe ich nicht mehr in der Zeit. Scheiße. Ja, in der Zeit wird es wahrscheinlich. Ja, er kommt hinterher, ja? Ja, doch. Ich will zumindest noch ein Biss. Ich will zumindest noch ein Biss. Ah, der Guppi. Der will es doch. Ärgerlich. Oh, aber ein schönes Endbild. Ja. Time's up, schade. Na gut, dann würde ich sagen, wir drücken mal hier Start und ich gebe mal eben weiter. Ja, ich gebe noch mal einmal hier. Guck du mal, halt du noch mal rein, guck mal, ob du noch was angreifst. Give my best shot. Ja, my best Lure. Ey, erinnerst du dich noch an Best Lure für Dingens? Für House of the Dead?
Ja, sag mir was. Ja, du kannst hingehen und die Angelhaken halt freispielen und dann kannst du bei House of the Dead hingehen und mit Angelhaken schießen. Ach ja. Ja, Mann. Ey, das hört aber nur um das nochmal so in diesem Dreamcast-Clash von wegen geile Games zusammenwerfen. So, ja, Mann. Sega! Das war mein Sega. Ey, der 2-1 und der war auch ziemlich fast. Also sehr nice. Fast-Bite-Bonus hättest du ja geben können, gibt's ja nicht. Time-Bonus. Doch, Time-Bonus gibt's sogar, ja. Ja, aber da links, wo ich eben war, da sollst du vielleicht nochmal gucken. Da ist der Dicke. Man sieht halt zwischendurch so unter diesen Spiegel. Ja, die Silhouetten O-Ziele, dieses Monster rein. Komm Alter, her! Der ist echt, der sieht doch hungrig aus. Nein, nicht den kleinen. Ah, der kleine hat sich. Der Dicke geschnappt. Soll den Guppi fressen, Mann. Ja, den Dicken hol ich mir gleich. Ficken Sie sich, vor allem. Ich hab noch die Zeit. Versuchen Sie den Weg. Guck mal hier, erstmal. Der ist aber süß. Ja, das ist. Den könnte ich in meiner Karre. Wo kam der denn? Upp. Ja. Das sind diese 800. Fliegende Fische dann. Ja, fliegen Fische mir auch cool. Ah, geil, wir haben ja eine neue. Andere Lure. Genau, freigespielt. Man könnte natürlich auch nochmal wechseln. Vielleicht gehen auch die Kleinen eher auf dieses Ding. Kann ja sein, dass der Dicke sich dann nicht so. Ja, ich meine, der hat sich ja auch dafür begeistert. Ja, stimmt, aber der hat geschnuppert. Ja. Aber er war zu langsam. Er war zu fett und zu träge. Sind das Landminen eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich will da, glaube ich, nochmal rausholen. Da ist ja nichts los. Ich geh nochmal weiter nach rechts. Ja, da hinten hatte ich doch auch ein bisschen was gesehen. Schön ausgeworfen. Da kriegt man doch direkt Lust auf Fischstäbchen. Einmal Auswurf auf jeden. Oh, guck mal da, der andere Fisch. Oh, aber der. Es stimmt. Wie man sie hier sieht, es gibt verschiedene Sachen, die man sich angeln kann. Ja, na, nicht wirklich. Es beißen halt nur die Viecher. Ja, sicher. Ja, ernsthaft. Ja. Ach so, okay. Ich dachte, es gibt auch immer verschiedene. Das ist immer nur genau der Fisch. Ja. Ach krass. Deswegen okay. Sega Bass Fishing. Ach so, das ist ja langweilig. Also so ein bisschen. Also natürlich ein geiles Spiel, aber das ist lustig, dass es dir erst nach all den Jahren auffällt. Ja, ist auch so. Ich dachte, wir haben das ja nie lange gespielt. So. Ich dachte, immer mal für zwischendurch halt, ne? Ja, eben. Ich dachte, es gibt halt andere Karten, andere Maps mit anderen Fischen. Da kommt man dann später nochmal drauf. Ich meine, Sega ist nicht dein Barsch. So. Ja, aber Sega ist hingegangen, hat uns natürlich einen weiteren Teil spendiert. Der nennt sich Sega Marine Fishing. Ja, der kommt auch noch. Ja, kam allerdings nur in den USA und Japan raus. Also die Europäer durften wieder drauf verzichten. Kam auch um 2001 rum, halt das Todesjahr. Ah, die von Sega. Ja. Beziehungsweise von der Dreamcast. Was ist das? Ist das ein Frosch? Das ist ein Frosch? Das ist ein Frosch! Oh, wie süß. Hold Big the Cat, Alter! Man muss auch sagen, die Amerikaner sind ja natürlich noch ein bisschen angelverrückter als die Deutschen zumindest. Ja, auf jeden Fall. Willst du halt in Extremo wie eigentlich alles betrieben. Ja. Ah, naja. Big in America. Ich würde sagen, macht man eben hier noch so die letzten 40 Sekunden oder was? Ja, können wir machen. Dann können wir gleich nochmal Ziggy Marine Fishing einlegen eigentlich. Könnten wir, ne? Könntest du ja nochmal einfach zum Spaß die Leinen ranken lassen, damit man mal sieht, was passiert. Ich meine, ist ja eigentlich auch klar, aber. Ja, klar, da schwimmt der Fisch weg. Zack, da hat er wieder ich was. Ich hätte auch echt Bock, den, die sonst von hinten anzunehmen. Also. Ich weiß nicht, was ich meine, das klingt falsch. Vom Boot her. Ach so. So kann man sich drehen eigentlich? Nein. Was geil wäre, finde ich, wenn man. Also, du machst noch so die Schraube an und. Ja, ich fände es wirklich geil, muss ich sagen, wenn man sich mit dem Boot noch ein bisschen bewegen könnte. Ja. Ach, guck mal hier, wir haben die Area geklärt. Ich würde sagen, das reicht erstmal für den Ersteindruck, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also, ein schickes Spiel, aber aufgrund halt der fehlenden Diversität von Fischen. Also, ich würde echt wenige, finde ich das ein bisschen schade. Ja, leider. Aber hey, dafür gibt es, wie gesagt, ja den Nachfolger. Und den zeigen wir euch dann im nächsten Teil. Deswegen. Dann Petri heil. Genau, Petri. Pissen.